Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Do-It-Yourself Workshop. In dieser Ausgabe geht es mal um diese beiden geilen Geräte, und zwar Evolution Power Tools Akkusägen. Ihr habt richtig gehört. Akku betrieben mit 4 Amperestunden Akkus dabei, eine Zug- und Kappsäge und eine Handkreissäge. Das werde ich für euch testen und werde euch zeigen, lohnt sich der Kauf oder lohnt sich der Kauf nicht. Nach dem Intro seht ihr mehr. So, bevor wir jetzt groß loslegen, möchte ich euch einmal die Geräte noch mal so ein bisschen im Detail zeigen und erklären. Wir haben hier an der Zugkappumgehungssäge die Möglichkeit, mit einer Schnellverstellung und einer festen Arretierung wirklich die Säge zu sperren, dass wir auch wirklich genau den Winkel treffen, wie wir sie auch eingestellt haben. Wir haben hier vorne ganz normalen Anschlag. Wir haben hier richtig schön auch diesmal erkennbar, in was für einen Winkel haben wir die Säge eingestellt. Ich werde die Winkel nachher natürlich auch nochmal überprüfen. Wir haben hier einen Parallelanschlag und wir haben jetzt hier wirklich den Vorteil, wir legen das zu schneidende Material einfach hier drauf, können diese dann auch nochmal zusätzlich sichern, ja, können uns das hier festmachen und können dann mit der Säge unseren Schnitt machen. Was ich jetzt schon richtig, richtig gut finde, ist tatsächlich das Gewicht. Also wir haben jetzt hier ohne den Akku wirklich was Transportables, was Flexibles, was wir auch auf der Baustelle oder an unserem Arbeitsplatz komplett immer mitnehmen können, und das stört auch wirklich nicht. Wenn ich im Vergleich die große Säge von Evolution, die wiegt dann doch schon ein paar Kilo, die ist ein bisschen unhandlich, die habe ich eigentlich eher stationär im Einsatz, aber bei der Säge hier, da kann man auch mal ein Laminat verlegen oder einen Parkettboden verlegen und die kannst du dir immer so ein bisschen hinterher ziehen und kannst dann immer wieder dein Holz wieder zuschneiden, was du halt brauchst. Und das finde ich schon mal total geil. Hier mit dem Akku, ja, wir kennen es ja mittlerweile, überall, ne, haben wir hier auch schon eine Ladekontrolle. Stecken wir hier oben einfach ein und schon ist das Gerät einsatzbereit. Bei der Erstauslieferung müsst ihr eigentlich nur einmal das mitgelieferte Sägeblatt einmal einsetzen, aber das funktioniert wie bei allen Zugkapp- und Gehrungssägen genau. Wir haben hier einen Imbus, der natürlich auch im Lieferumfang mit dabei ist. Der steckt hier und da haben wir dann auch sogar schon gleich für unsere 2 Größen, denn wir haben hier nochmal die Möglichkeit bei den Anschlägen, aber auch bei der Auslage die Schrauben zu befestigen, und da ist dann der Imbus gleich passend und die Gegenseite ist hier für das Sägeblatt. Da werde ich gar nicht erst großartig drauf eingehen. Ich möchte euch lieber zeigen, was kann dieses Gerät, wo ist wirklich eine Grenze gesetzt und wie genau sind die Schnitte. Viel Spaß! So, und für den ersten Test, wir fangen mal mit einer schönen alten Holzbohle an. Die werde ich jetzt natürlich noch ein bisschen spicken mit ein paar Nägeln drin, denn diese Säge sägt nicht nur alle Materialien bis auf Edelstahl, sondern sie kann auch wirklich Holz, Stahl, Aluminium, Kupfer, Kunststoff, Plexiglas, alles Mögliche sägen. Das Ganze bei 4200 Umdrehungen und einem 18 Volt Akku. Und ich bin wirklich ganz gespannt, wo liegt wirklich die Leistungsgrenze, aber auch wie lange hält dieser Akku, wie viel können wir tatsächlich damit schneiden. Und ich fange jetzt einfach erstmal an. Wir haben jetzt hier eine fast 40 mm alte Holzbohle. Ich werde da jetzt mal ein paar Nägel reinrammen und dann machen wir mal die ersten Schnitte und gucken uns mal das Ergebnis an. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Nägel und eine fast 40 mm dicke Platte. Ich bin gespannt auf das Ergebnis. So, wenn wir jetzt natürlich, so wie jetzt in meinem Fall, eine relativ dicke Holzbohle, ja, und ich sehe auch gerade schon, die ist natürlich ein bisschen zu breit, denn wir haben hier ungefähr einen Schneidbereich von ca. 25 cm. Ich müsste jetzt nochmal ganz kurz nachmessen, aber ich glaube, die Holzbohle, die hat so um die, na, was haben wir da? Ja, 25 knapp. Ich bin gespannt, aber ich glaube nicht, dass das nachher ausreichen wird, aber ihr seht natürlich, aufgrund des niedrigen Gewichtes von dieser Kappsäge
sind wir natürlich sehr schlecht ausbalanciert. Jetzt können wir natürlich hier einfach irgendwas darunter legen, ja, damit die Säge einen festeren Stand hat. Und das werde ich nochmal eben schnell tun und dann schneiden wir auch schon los. So, was mir jetzt aber auf jeden Fall schon mal gut gefällt, ist, dass wir hier wirklich auch mit dem Anschlag das Brett richtig schön festmachen können. Ihr seht, das Brett selber ist ein bisschen gewölbt. Das liegt also nicht ganz komplett plan auf. Und ich stelle gerade fest, ich muss noch ein bisschen die Säge verschieben, weil wir wollen ja genau die Nägel treffen, die ich hier extra eingeschlagen habe. So, spanne das Ganze wieder fest. Haben das ungefähr bei 0 Grad eingestellt und jetzt achtet mal auf den Sound. Und das steht sofort wieder. Ist das nicht geil? So, jetzt habe ich aber gerade noch festgestellt, ich muss die Zugfunktion natürlich noch freigeben. Die ganzen Achsen, die können wir hier natürlich alle sperren, damit wir entweder nur ziehen können oder so wie jetzt in dem Beispiel. Ah, das könnte vielleicht hin. Ich bin gespannt. So, aber jetzt schneiden wir. Das ist der Wahnsinn. Die rennt da durch wie durch Butter. Das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Ich zeige euch hier mal in die Schnitte. Da haben wir unsere Nägel richtig schön sauber durchtrennt. Noch nicht mal das Holz ist irgendwie so ein bisschen ausgerissen. Aber ne, wir haben hier keine 25 cm als Anschlag. Es hat fast gereicht. Aber schaut euch das an. Ein super sauberer Schnitt und total schnell. Also echt, ich bin begeistert. Wahnsinn. Ich werde mir mal ganz kurz die Handkreissäge nehmen und werde das Brett nochmal ein Stückchen einkürzen und dann werden wir das Ganze nochmal wiederholen. So, jetzt haben wir hier das Übungsstück. Ich werde da meine Nägel einschlagen. Und werde euch dann mal zeigen und demonstrieren, wie gut das dann trotzdem mit der Kreissäge geht. So, drei Stück an der Zahl müssen reichen. Na, gehen wir noch mal ein bisschen rüber mit dem Stück. Das wäre auch auf jeden Fall die Nägel treffen. Zack, fertig. Die drei Nägel. Da sind die drei Nägel. Da sind die drei Nägel. Richtig schöner, sauberer Schnitt. Okay, was haben wir noch im Angebot? Ach. Wir wollen mal eben schnell den Kabelschacht zuschneiden. Gar kein Problem, das brauchen wir noch nicht mal großartig irgendwie Anzeichnung oder sonst irgendwas. Zack, fertig. Schöner. So, auch das Einklemmen von Rundrohren, auch wenn sie jetzt so wie hier, das ist jetzt ein relativ dünnes Aluminiumrohr, ist alles hier kein Problem, weil wir hier an dem Halter in beide Richtungen gerade auch für runde Rohre vernünftig sauber klemmen können. Bei größeren, dickeren Rundrohren können wir es so klemmen und bei schmaleren können wir es länglich klemmen. Das gefällt mir auf jeden Fall schon mal sehr gut. Ich schiebe das hier einmal drunter. Machen das einmal fest. Es liegt auch bis zum Ende an. Und wir haben auch hier einen schönen, sauberen Schnitt durch Aluminium. Oh, stimmt. Der schnelle Wechsel
von Aluminium zu Holz. Ja, die sollten wir vielleicht nicht zu dünn abschneiden. Aber auch das, ihr seht selber, obwohl ich sehr hohe, schnelle Schnittgeschwindigkeit habe, ja, dann franzt natürlich so ein bisschen das Material so ein bisschen aus. Wenn man dann natürlich ein bisschen vorsichtiger schneidet, ja, dann kriegt man auch hier super saubere Schnitte ohne Problem. Oh, da war ja sogar noch ein Nagel drin. Super. Und mit demselben Sägeblatt wieder Metall. Auch das gar kein Problem. So, was kann ich denn noch zerschneiden? Ah, wir wollten nochmal Gärungen schneiden. Dafür lösen wir hier, stellen das Ganze mal auf 45 Grad, spannen das Ganze, legen das Material auf. Sichern das Ganze. So, ich habe jetzt gerade nur die Standardeinstellung verwendet, ja, die 45 Grad Markierung, ohne vorher das Gerät zu justieren, und wir gucken einfach mal, wie genau arbeitet das Gerät schon ab Werk. So, dafür nehmen wir uns einmal hier den Winkelmesser. Und wir haben hier 45,3 mm, also nein, 45,3 Grad Abweichung. Das ist minimal. Und das können wir dann hier auch noch selber an dem Gerät, ich zeige euch das. Ja, wir können hier noch eine kleine Einstellung, eine Korrektur vornehmen, und dann wird der Winkel enger oder breiter. Wir können das Ganze komplett hin und her schieben. Finde ich schon mal sehr, sehr gut, dass wir das Gerät einmal richtig vorjustieren können und danach die schnellen Schnitte. So, und wie räumt man den ganzen Saustall am schnellsten wieder auf? Natürlich. Das Interessante bei den Akkus, ja, wir haben jetzt hier 4 Ampere Stunden Akku, da soll man mit einer Akkuladung bis zu 190 Trennschnitte machen können. Das wäre natürlich wirklich sagenhaft. Und wir haben jetzt die ganze Zeit, ja, diese Schritte, die wir gesägt haben, der Akku zeigt uns immer noch an, dass er voll ist. Hier haben wir das passende Ladegerät dazu, und das ist auch wirklich ein Rapid Change. Ja, das ist ein Schnellladegerät. Innerhalb von 45 Minuten wird der Akku von leer wieder auf voll aufgeladen und ist danach wieder arbeitsbereit. Wenn man natürlich in einer glücklichen Situation ist wie ich, ja, dass man natürlich 2 Geräte von dem Hersteller hat, hat man natürlich auch 2 Akkus zur Verfügung und auch sogar 2 Ladegeräte. Ja, ihr hört es auch, ja, der wird richtig auch abgekühlt. Das Ladegerät kühlt sich selber, und ich habe es auch schon ausprobiert. Es funktioniert wirklich astrein. Hinten auf der Rückseite haben wir hier auch solche schönen Aussparungen und auch wieder eine Angabe in Inch und in Millimetern. Wenn wir uns das Ladegerät irgendwo an die Wand setzen möchten, ja, können wir dann da den Lochabstand gleich bohren und können damit arbeiten. So, das erste Ladegerät ist auf jeden Fall schon mal an, damit wo wir gerade unsere Trennschnitte gemacht haben. Ich möchte jetzt gerne einmal den kompletten Akku vollladen, und dann möchte ich gleich einfach mal so viele Trennschnitte wie möglich mit einer Akkuladung machen. Ich gehe jetzt mal ganz stark davon aus, dass wir mit dieser Säge so roundabout 15 Minuten kontinuierlich arbeiten können,
bevor dann nachher der Akku dann zu schwach ist. Ich bin gespannt, wie viele Schnitte das wirklich eben tatsächlich sind. Und man muss jetzt natürlich auch wieder von dem Worst Case ausgehen, dass wir Metall schneiden. Das ist der härteste Werkstoff, ja, Holz. Ja, davon kann ich wahrscheinlich unzählige Trends schneiden. Aber wir wollen das einfach mal mit Metall ausprobieren und auch mal gucken, wie sich dann danach auch das Sägeblatt verhält. Denn das ist natürlich ein Universalsägeblatt. Und hier vorne sind Wolfram-Carbid-Sägezähne dran. Und ich bin gespannt, wie gut das Sägeblatt das aushält. Zum Vergleich, da hinten steht meine große Evolution. Da haben wir, ja, das Gerät habe ich jetzt schon seit über einem Jahr in Benutzung. Und es ist immer noch das originale Sägeblatt drauf. Also verspreche ich mir von der Standzeit dieses Sägeblatts auch natürlich sehr viel. So, jetzt kommt meine Lieblingsdisziplin. Und zwar akkubetrieben, 3 mm Stahlblech. Und wir haben hier tatsächlich eine Tiefe von, ja, 13 cm. Da habe ich mal hier was mit einem Plasmaschneider mir rausgetrennt. Und das ist schon ziemlich geil, wenn man sich hier mal für Schweißproben, also ein paar einzelne Streifen mal rausschneiden kann, auch mit so einem Gerät, wenn man einfach mal so ein bisschen Schweißnähte üben möchte oder ein paar Probeschweißungen machen möchte, um Einstellungen am Gerät zu finden. Und ich bin mal gespannt, ob das Gerät das packt. Tja, ohne Probleme. Einziger Nachteil ist, ihr habt es wahrscheinlich auch in dem Video gesehen, hier fliegen natürlich jetzt die Metallsplitter und Späne fliegen jetzt natürlich hier überall im Umkreis von 2 Metern durch die Gegend. Schutzbrille und auf jeden Fall Gehörschutz ist da Pflicht. Ich würde da sogar auch noch zu tendieren, eine Stufe höher zu eskalieren und so ein Vollschutzvisier zu benutzen, damit einem die ganzen Funken und Splitter nicht wirklich ins Gesicht ballern. Aber das Gerät schafft es. Und das finde ich schon mal sehr genial. Ich werde jetzt mal ganz kurz umrüsten, werde mir den Vollschutzhelm aufsetzen und dann werde ich mal noch ein paar Trennschnitte damit machen. So, die Sägezahncharakteristik sieht man hier natürlich auch am Schnittbild. Ich hoffe, ihr könnt das ein bisschen erkennen. Es ist jetzt wirklich kein absolut gerader Schnitt, sondern die Sägezähne an dem Sägeblatt, die sind halt ein bisschen, ja, schräg zueinander angesetzt. Und dadurch kommt es halt, dass wir hier charakteristisch so ein anderes Schneidbild natürlich haben. Jetzt nehmen wir uns hier mal auch einen Laserteil. Wir haben hier S355 Stahl, 6 mm stark und werden das jetzt mal zertrennen. Also absolut der Wahnsinn. Also das Gerät, die Leistung, die Kompaktheit, das Gewicht und ihr seht selber, die Klemmfunktion funktioniert prima. Wahnsinn. Schauen wir uns mal kurz den Akku an. Wir haben jetzt einen Balken verloren. So, einen Balken haben wir jetzt verloren, also wir könnten das Ganze noch viel, viel, viel länger durchführen. Ich bin gespannt. Ich werde jetzt versuchen,
den Akku einmal leer zu machen, damit wir dann auch einmal filmen können, wie lange es dauert, bis der Akku wieder voll ist. Und werde dann auch euch nochmal zeigen, wie viele Schnitte ich tatsächlich nachher noch geschafft habe. Wir sind jetzt gerade bei dem letzten Schnitt angekommen. Der Akku ist jetzt endlich leer. Aber das ist die Ausbeute der Schnitte, die ich in 3 mm Stahl gemacht habe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 Schnitte durch 13 cm 3 mm Stahl und der Akku war nicht voll. Ja, wir haben vorher noch ganz viele andere Sachen damit getrennt und das ist schon eine extreme Leistung. Man hat gemerkt, bei den letzten 5 Schnitten, da ging das Sägeblatt nicht mehr ganz so sauber dadurch, da fehlte die Drehzahl und auch ein bisschen die Leistung, aber das ist 3 mm Stahl. Wir reden jetzt hier nicht von ein bisschen Holz, ein bisschen Kunststoff oder ein bisschen Plexiglas oder sonst irgendwas, sondern hier richtig durch festen Stahl. Und dafür muss ich ganz ehrlich sagen, es ging schnell, es ging sauber, also der Schnitt, der Tisch sieht natürlich aus wie Hulle. Deswegen empfehle ich auch immer, ja, mit solchen Geräten nicht unbedingt auf seinem Schweißblatt zu arbeiten, aber das Gerät ist sowas von mobil. Ich kann es überall mit hinnehmen, auch die Reinigung ist total easy. Einmal abpusten und weiter geht's. So, jetzt wollen wir aber noch mal einen schnell testen. Wir haben jetzt hier unseren leeren Akku. Wir haben nur noch einen Balken, das Gerät ist ausgegangen, das heißt eine Schutzabschaltung, dass das Gerät zu wenig Leistung hat. Jetzt klemmen wir das Ganze ans Ladegerät an. Und der Akku ist noch nicht mal richtig heiß. Also er ist ein bisschen warm durch die Benutzung, das merkt man, aber er ist nicht heiß. Das kenne ich auch von anderen Herstellern anders. So, und dann wollen wir mal schauen, wie lange dauert das, bis der Akku wieder voll ist. Ich bin gespannt. So, ich habe die Zeit sinnvoll genutzt. In den 47 Minuten, wo jetzt der Akku von komplett 0 auf ja, wieder 100% geladen hat, habe ich mir nochmal die Bedienungsanleitung genommen und habe nochmal das eine oder andere nochmal nachgelesen, um auch jetzt natürlich handlungssicher hier erzählen zu können. Was mich auf jeden Fall schon mal total begeistert, waren die ganzen Verstellmöglichkeiten. Da möchte ich jetzt noch einmal ganz kurz drauf eingehen. Wir haben, wenn wir uns die Rückseite betrachten, haben wir hier auf zwei Seiten die Möglichkeit, unser Material zu verspannen. Das finde ich schon mal sehr positiv. Zusätzlich haben wir nach links und nach rechts eine Einstellmöglichkeit im Winkel von 50 Grad. Das finde ich auch schon mal gut. Viele können da maximal nur 45 Grad. Wir haben hier unsere Schnellverstellung, mit der wir das wirklich auf einzelne Grad genau einstellen können, so wie wir es haben möchten. Wir können es dann hier vorne arretieren und dann ist es auch fest und wir können hier mit dem Sägeblatt arbeiten. Auch sehr schön. Jetzt haben wir natürlich auch hier bei der Zugkapp- und Gärungssäge die Möglichkeit, alles festzustellen. Wenn ich jetzt zum Beispiel nur vorne irgendwo trennen möchte, kann ich das natürlich machen. Wenn ich sie nur vorne sozusagen als Kappsäge benutzen möchte, weil ich immer wieder dieselben Wiederholungsschnitte habe. Ja, aber das können natürlich fast alle, die ich jetzt so kenne. Weiter haben wir hier aber auch noch die Möglichkeit, die Eindringtiefe einzustellen, indem wir hier vorne die Klappe einmal umsetzen. Und jetzt können wir sogar hier auch auf den Millimeter genau einstellen, wie tief soll denn das Sägeblatt hier eindringen. Ja, indem wir einfach hier vorne die Mutter einmal kurz entspannen und anfangen hier loszukurbeln und das Ganze wieder festmachen, blockieren, können wir jetzt hier also ganz genau auf den Millimeter genau einstellen,
wie tief das Sägeblatt einsinken soll. Auch schon mal sehr, sehr gut. Dann haben wir hier hinten auch noch zusätzlich eine Schnellverstellung, wenn wir jetzt die Säge ankippen möchten. Und das wirklich auch mit einem Hebel, der schnell und einfach zu bedienen ist. Einfach zum Schrauben und auch auf beiden Anschlägen, auf beiden Seiten. Einmal hier vorne für den Rechtsanschlag und einmal hier auf der Seite für den Linksanschlag. Können wir sogar auch da ganz genau auf den Millimeter genau justieren oder auf den Grad genau, wie weit die Säge im 90 Grad oder im 45 Grad Winkel eintauchen soll. Dann haben wir hier auch wieder einstellbare Skalierung von 0 bis 45 Grad. Wenn wir also feststellen, dass die Skala nicht auf den Grad genau funktioniert, haben wir hier auch nochmal vorne die Möglichkeit, das Ganze nochmal einzustellen. Auch schon mal sehr gut. Und das mit dem Gewicht habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt, ne? Dass sie wirklich sehr schnell auf dem Tisch steht. Nee. Muss ich das wieder lösen? Oder ich mache es einfach so. Sie steht schnell auf dem Tisch, ist aber auch schnell wieder weggeräumt, ja, und können somit unseren Arbeitsplatz sehr schnell wechseln oder einfach auch nur das Gerät wieder sauber machen und vernünftig ins Regal räumen. Ja, sehr schön. Dann für die ganzen Technik-Freaks habe ich mir hier nochmal so ein paar technische Daten rausgesucht, die für euch vielleicht sehr interessant sein könnte. Und zwar haben wir hier bei der Schnittleistung angegeben in Baustahl 6 mm. Ja, ich erinnere nochmal ganz kurz, das haben wir ja hier auch geschnitten. Und das sogar wirklich sehr, sehr präzise, funktioniert laut Hersteller und ist auch die maximale Materialstärke, die wir schneiden dürfen. Ansonsten gibt es noch eine minimale Materialstärke und zwar bedeutet das, wir dürfen Material unter 3 mm zwar damit schneiden, die muss dann aber zusätzlich gesichert werden, um ein Wegfliegen sozusagen von dem Werkstück zu vermeiden. Dann haben wir eine maximale Wandstärke beim Vierkantrohr, also Hohlprofilrohre, Metall, und die dürfen nur maximale Wandstärke von 3 mm haben. Also so wie hier jetzt bei dem 40x40 Vierkantrohr, da haben wir jetzt eine Materialstärke von 2 mm gehabt. Das war auch gar kein Problem und 3 mm würde auch kein Problem darstellen. Dann haben wir eine... Genau, die Gärungen. Das ist immer, finde ich persönlich, immer ganz wichtig. So, die maximale Schneidleistung, 45 Grad Gärung und im 45 Grad Winkel beträgt genau 145 mm mal 40 mm. Ja, also haben wir auch hier einen vernünftigen Aktionsradius. Ansonsten zack, 0 Grad, 0 Grad, haben wir hier eine Schnittleistung von 210 mm mal 40 mm. Der maximale Schnitt von 45 Grad Gärung beträgt 145 mm mal 58 mm. So. Das erstmal einmal zu dem Gerät. Weiter im Text habe ich mir hier noch einmal schnell notiert. Wichtiger Zusatz. Zu dieser Maschine gibt es aktuell zwei Sägeblätter. Einmal ein allgemein gehaltenes Holzsägeblatt, ja, womit man nur Holz sägen kann. Und das Universalblatt, wo ich euch ja schon gezeigt habe, Aluminium, Kunststoff, Acryl, alles mögliche, sogar Metall, nur kein Edelstahl. Ganz wichtig, weil das zerstört die Sägeblätter. Es gibt auch kein optionales Zubehör, um Edelstahl damit zu schneiden. Dann müsstet ihr euch die stromgebundene Variante nehmen. Da gibt es das Gerät dann auch nochmal mit mehr Leistung
und auch mit den einzelnen Sägeblättern für Edelstahl. Akkus und auch das Ladegerät. Das Ladegerät im normalen Lieferumfang ist das Single-Ladegerät und es gibt es auch als Double-Ladegerät. Das heißt, wir können dann hier zwei Akkus reinstecken und das finde ich auf jeden Fall schon mal sehr professional. Und wir haben die Möglichkeit, von 2 Amperestunden bis 8 Amperestunden Batterien zu verwenden. Aber der Hersteller sagt, der 2 Amperestunden Akku sollte nicht für das Gerät genutzt werden, sondern Minimum 4 Amperestunden Batterie bis 8 Amperestunden. In der Bedienungsanleitung ist dann auch angegeben, die Ladedauer bei den Akkus, und zwar, wo wir sind jetzt? Nee, das war nicht hier, das war da. Die Ladedauer haben wir gerade gesehen, der 4 Amperestunden Akku, den wir gerade geladen haben, der bei uns in dem Test 47 Minuten benötigt hat, um wieder vollgeladen zu werden, trotz einer Warmphase, also der Akku war nicht kühl, ist auch mit 50 Minuten angegeben in der Bedienungsanleitung. Die nächsthöhere Stufe, der 5 Amperestunden Akku, würde 60 Minuten benötigen und der 8 Amperestunden 95 Minuten. Und das finde ich sind akzeptable Ladezeiten, wenn ich mal bedenke, wie lange ich auch mit einer Akkuladung hinkomme. Wenn ich jetzt natürlich das Doppelladegerät mit 2 vernünftigen Akkus, dann habe ich hiermit schon eine extrem hohe Reichweite. Denn wir wollen nicht permanent mit so einem Akkugerät Metall- oder Stahlbleche schneiden, sondern wir werden eigentlich mit Masse, Parkett, Laminate, kleinere Holzzuschnitte damit machen oder wollen möchten, einfach nur mobil im Einsatz bleiben. Von daher, wer natürlich nur Stahlbleche damit schneiden möchte, den empfehle ich dann keine Akkuvariante, sondern dann eine stromnetzgebundene Variante. Viel leistungsstärker, gibt es dann auch in größeren Sägeblattstärken und damit haben wir auch eine viel höhere Aktionsradius. So, das waren die wichtigen Punkte von mir. Eins möchte ich nochmal mit euch kurz machen und zwar, ich möchte nochmal Holz sägen mit der Staubsaugeradaptierung. Und zwar, das kenne ich auch von der Einhell oder auch von meinen anderen Holzgeschichten. Ich bin einfach mal gespannt, wie gut saugt das Gerät während des Holzschnittes ab und wie viel Späne fliegt noch daneben. Das probieren wir jetzt nochmal einmal aus. Für diesen Test werde ich natürlich meinen kleinen Industriestaubsauger, den kleinen guten Kärcher, einmal dafür benutzen. Und den werden wir jetzt dort hinten einfach mal anbauen. Ja, und dann werden wir mal schauen, wie gut ist die Saugleistung beim Schnitt mit Holz. So, damit das Ganze auch funktioniert, ja, müsst ihr einmal den Adapter hier hinten einstecken und bei dem Kärcher hier einmal die Düse vorne abnehmen und dann passt der richtig schön stramm hier drauf. So, probieren wir es. So, und während hier noch der ganze Staub durch die Luft fliegt, möchte ich auch zu meinem abschließenden Fazit kommen. Positiv beeindruckt mich das leichte Gewicht. Es ist total handlich, wir haben keine Kabellagen, nichts. Es ist rucki-zucki abgebaut, ja, was heißt abgebaut, so zusammen kompakt gebaut, dass ich es überall mit hinnehmen kann. Ja, oder wieder ins Regal verfrachten kann und es wiegt wirklich einen Hauch von nichts. Also wer die
kabelgebundenen Geräte kennt, ja, weiß, wie schwer die Dinger sind, wie unhandlich sie sind. Und das gefällt mir hier schon mal persönlich sehr gut. Dann die Akkuleistung. 4 Amperestunden bei 72 Wattstunde. Die sind kraftvoll und wir haben es gesehen bei den Metallzuschnitten. Das funktioniert auch bei einer hohen Wiederholungsrate und wenn der Motor auch permanent laufen muss. Wer natürlich viel Metall sägen möchte, gerade so kleinere Profilrohre, den würde ich natürlich immer zu einer kabelgebundenen Variante immer raten. Aber das ist hier so ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau. Sie kann wirklich alles schneiden, bis auf Edelstahl. Und das mobil. Und das ist, glaube ich, mittlerweile, wie seht ihr ja auch bei meinen Akku-Winkelschleifern, also die Akkugeräte nehmen immer mehr Einzug in die Werkstatt, weil man dadurch einfach flexibel ist. Dieses Kabeltrommel ausrollen im Garten, um dann irgendwelche Sachen dann zu machen, die Zeiten sind mittlerweile echt vorbei. Die Akkus sind mittlerweile richtig bezahlbar. Also ich müsste jetzt lügen, aber auch hier wird der Akku, denke ich, so zwischen 40 bis 50 Euro liegen, die man sich optional dazu kaufen kann. Und die Reichweite, was man heutzutage mit einem Akkugerät alles schaffen kann, ist echt, echt enorm. Ich bin auf jeden Fall positiv überrascht, dass doch so viel Power in so einem kleinen Gerät steckt. Und was ich auch bemerkenswert finde, ist die schnelle Start-Stopp-Funktion. Wenn ich jetzt starte, es hält sofort an und es ist auch nicht laut. Also, gerade jetzt bei den netzgebundenen Geräten, die sind oft sehr, sehr, sehr laut. Hier ist vom Hersteller angegeben, die Geräuschkulisse bei 87 Dezibel im Leerlauf. Wenn ich jetzt natürlich Metall schneide, ja, dann sollte euch klar sein, dass es natürlich extrem viel lauter ist. Da kommen wir also auch schon in den Bereich von 100 Dezibel. Aber im Vergleich zu der großen Evolution mit 2400 Watt kabelgebunden, das ist ein Lautstärkenunterschied wie Tag und Nacht. So, ich hoffe, euch hat dieses Review erstmal zu der Zugkappung Gärungssäge gefallen. Ich werde natürlich jetzt die nächsten Tage auch nochmal ein Review machen zu der Handkreissäge. Falls ihr euch dafür auch interessiert, schaltet natürlich gerne wieder ein. Lasst gerne ein Abo da und wenn ihr Fragen zu diesem Gerät habt, dann natürlich unten in die Kommentare reinsetzen. Ich werde dann versuchen, bei den nächsten Videos zu dem oder dem anderen Gerät dann auf eure Fragen nochmal einzugehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.